Guck, da ist sie wieder. Herzlich willkommen bei Jack zockt Tomb Raider Legend, der siebte Teil der Reihe. Lara hockte gerade auf dem Moped. Das hatten wir das letzte Mal hier schon angefangen. Und das ganze Ding ist komplizierter, als man denkt. Weil hier großartig auszuweichen aus von den ganzen Beschießereien hier, das ist ehrlich gesagt nicht unbedingt das Einfachste. Wenn du nicht Gas gibst, schaffst du es nicht. Ich stehe ja dauernd diese Bomben rum hier bis. Gab's da irgendwie oben irgendwas? Oh, halt die Schnauze! Eigentlich müssten wir Lara mal hier drauf gelassen, damit sie volle Power hat. Ich glaube, ich sollte auf den Zug aufspringen. Versuchen wir mal oben unser Glück. Auch nichts anderes.
Tim. Die Tür ist zu. Und was jetzt? An der Wand rechts neben der Frachttür ist ein Ventilator. Er läuft. Sie hat also Strom. Wie willst du da reinkommen? Egal, irgendwie. Jo, ich würde sagen, das speichern wir uns mal hier. Da muss ich nochmal mit der Next Generation Dings hier versuchen. Speichern. Wir probieren das Ganze einfach nochmal. Optionen. Anzeige. Ich will auch mal gerne hier so sehen. Hier mit. So. Okay. Hier irgendwo soll es jetzt das nächste Geheimnis geben. Mann, war das eine aufregende Fahrt. Okay. Ja. Auf den Zug hier sollten wir nicht unbedingt aufspringen, oder? Der brennt ja. Lara hat es wieder gemacht. Lara hat es kaputt gemacht. So. Irgendwas mit dem Ventilator. Kommen wir nicht weiter, hier ist dicht. Hier sollen wir nicht lang. Was ist damit hier? Nee, steck mal weg den Scheiß. Ja. So, von hier oben aus wahrscheinlich, oder? Nee, von hier oben aus haben wir das jetzt schon mal versucht. Nee. So. Was los? Guck mal fix. Genau. Ja. Okay. Oh shit. Was willst du denn mit mir hin hier? Komm mal hoch hier, komm. Mach das Licht aus, Mensch. Ja, hier hoch.
Ja, danke schön. Jo. Wir sind wohl wieder hier hoch. Ach, hier drüben drauf oder was? Und nun? Hier rüber? Ah ja. Ich kriege auch noch einen Kontrollpunkt hier oder was? Ja, warte mal. Rechts ist ja nicht mehr, springt dorthin, Lara hat ihn. Schwingt der ganz. Ja, bitte nun das andere. Inzwischen war ich, weil ihr habt gerade, glaube ich, gerade rausgefunden, wie man hier auf diese Objekte schießt. Ja, absolut. Runter an der rechten Hand. Ah ja, okay. Muss ja irgendwo eine Kiste sein. Anderen Seite. Warte mal. Kommen wir nicht mehr hoch oder was ist los hier? Hoch hier, komm. Hoch hier. Lara. Bitte, hoch hier. Dankeschön. Da drüben ist das Ding, ich sehe es doch. Scheiße. Ich will nicht, jetzt nicht unbedingt sagen, dass es gut war, aber es war perfekt. So. Genau. Nimm! Edge! Lara! Ich hab das schon mal gesagt. Hör auf damit! So. Hier noch irgendwas drin? Oh. Nächster Anhaltspunkt. Rutscht dann hier über die funkelnden Rohre. Danach müssen wir aufpassen. Ja. Na nun nimm doch mal! Ah! Lara! Mädel! Dankeschön! Oh. Nee, warte mal! Zurück da rein, die Richtung! Ja, so! Hervorragend. So, nun? Die Dinger hier stören mich. Weg damit. So, und nun? Kommen wir hier rüber? Jawohl, ja. Hoch da. Kontrollpunkt, Dankeschön.
Also hier sind mir in dem Level sind mir Kontrollpunkte besonders lieb. Weil falls wir hier wieder hier abstürzen. Es wird kälter. Ja, genau so solltest du das nicht machen. Je länger sie leer halten, desto höher und weiter springt sie. Das ist heiß. Ja, das Problem ist, warte mal. Ja, das versuche ich ja die ganze Zeit. Ja. Das Geheimnis hatten wir ja. Jo. Bronze 3, das war jetzt Geheimnis Nummer 4 insgesamt. Ja, okay. Mach doch mal den Scheiß weg. Es wird kälter. Pass auf! Na, drücken Sie leer. Je länger Sie gehalten. Ja, das Problem ist, sie springt nur einmal. Wie meinst du denn das? Ich gehe nicht mit so ein bisschen Energie weiter. Es tut mir leid, Lara. Genau deswegen hasst mich die Frau. Es wird kälter. Pass auf! Sag mal. Er versucht abzuhauen und das seit den 50ern. Der arme Kerl ist erfroren. Kein schönes Ende für einen Wissenschaftler. Das Experiment ging daneben. Der KGB hat alles abgeriegelt. Er wollte durch die Lüftungsschächte fliehen und ist stecken geblieben. Mein Gott. Okay. Hier unten war es. Hier drin ist es ja viel kälter als draußen. Warte mal. Der Karl schwingt euch und springt ab. Springt am Ende der Schräge aus dem Rutschen an die Stange. Warte mal. Die Stange hier etwa? Oder hier? Moment. Hm.
Wo sind wir hier eigentlich? Die Strom einzuschalten war wohl keine so tolle Idee. Wie es aussieht, haben da drin ein paar Geräte keinen Saft. Die Heizung zum Beispiel. Wartet mal. Hier war gerade was mit der Stange. Holt schon an die Stange. Bin ja noch vorne. Seite, okay. Wir speichern hier erstmal, dass wir hier die das nochmal beginnen können, notfalls. Wir gehen mal hier in den Schacht runter. Genau deswegen hier. So, wie kommen wir jetzt wieder hier hoch? Ganz einfach. Und zwar so. Ja. Und nun? Hast du nun? So, und hier an die Stange dran, okay. Warte mal, Lara, du hängst ein bisschen schief hier. Das darf so nicht sein. Komm, nee. Ich will das. Mach's aber ein paar geile Spagat hier. Jawohl. Ja, und jetzt nochmal den hier. Dankeschön. Jo. Stopp. Jo. Das war jetzt Geheimnis 5. 6 ist gleich hier irgendwo dahinter. Wir können wieder Anlasser betätigen. Dann. Und so. Anzeigetafel. Okay, Anzeigetafel, okay. Was auch immer für eine Anzeigetafel, ich habe keine Ahnung. Die Lampen, sie hat nur den Notstromgenerator gefunden. Sie kam durch den Haupteingang rein. Hier ist sie wohl nicht gewesen. Das da drüben sieht aus wie ein Generator. Den hätte sie sonst bestimmt angeworfen. Ja, mach mal an hier, hey. So. Ganz als wäre der Treibstoff alle. Lass mal los, den Scheiß. Lara, jo, Anzeigetafel. Anzeigetafel. Ich glaube, die Tür wird von einem Mechanismus geöffnet. Und der braucht Strom. Jo. Was?
Ist irgendwie nichts. Das müsste reichen. Mhm. Bin mal gespannt. So. Zieler. Das war's. Anzeigetafel. Warte. Das haben wir gleich. Was wie grau ist, ist über. Hier oder hier? Warte mal. Jetzt wollen wir erstmal wegen dem Geheimnis, bevor wir hier weitergehen. Hier. Oder wie? Die Einfachheit dieser Karte ist bemerkenswert. Und erkennst du was? Ich finde, das sieht alles ziemlich schräg aus. Oh, hier rüber hier. Hä? Was hast du denn? Was denn? Hä? Lara, die wollen uns beide verarschen. Von der Anzeigetafel. So. Wunderbar. Dann haben wir. Ach, wir sind gleich fertig für heute. Ah, okay. Ich dachte schon, ich krieg das nicht. Was ist los? So, jetzt können wir hier weitergehen. Wohin auch immer. So, nächster Anhaltspunkt. Geht mir gerade auf den Sack hier. Das Geräusch. Silber River 2. Wir können ja auch mal das Ding hier aufmachen. Machen wir das hier zu. Mal das hier auf. Wir haben jetzt 2 von 3, 4 von 5. Hier ist. Maschine. Wie gesagt, mit den Time Travel habe ich gerade wieder gelesen. Ich glaube, das machen wir extra mal. Ich will es eigentlich gar nicht wissen. Jo. Da hätten wir es wieder. So. Wisst ihr was? Dann mache ich gleich Feierabend. Ich habe gerade gespeichert. Dann mache ich erstmal Feierabend für heute. Ja, eine Minute. So. Müssen wir wieder hier das Ding ausschalten. So. Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und tschüssi.